Hallihallo, Lieben, ich bin die Patricia. Meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen. Und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst, das sollst du auf gar keinen Fall verpassen. Heute geht's um unser Event. Hallo Kerstin, schön, dass du dabei bist. Und zwar machen wir im... wann denn überhaupt? Oh mein Gott, natürlich weiß ich wann. Im Mai ist unser nächstes Event und zwar... am 11. und am 12. Mai tatsächlich. Was passiert denn da überhaupt? Und warum solltest du das auf gar keinen Fall verpassen? Hallo Patrick, schön, dass du dabei bist. Richtig cool. Patrick, vielleicht sieht man dich auch auf dem Event. Und zwar, also ich erkläre dir, was das Event ist, ja, was wir da machen, warum du es absolut nicht verpassen solltest und was du für dich mitnehmen kannst und vor allem für wen das Event gut ist, für wen es vielleicht aber auch nicht gut ist. Ja. Hallo Anke, schön, dass du dabei bist. Wir starten gleich mal rein. Also heute ein super persönliches Live. Du wirst also ein bisschen erfahren, was ich denn sonst so mache, wenn ich jetzt gerade mal nicht über Insulinresistenz aufkläre, wobei das schon die meiste Zeit tatsächlich in Anspruch nimmt, hier auf Social Media auf jeden Fall. Und zwar starten wir unser Event wieder im Mai. Ja, wir machen es meistens zweimal im Jahr. Und es kommen ganz viele tolle Menschen zusammen, die gesundheitsbewusst sind, viele auch, die abnehmen wollen oder schon super abgenommen haben. Manche vielleicht sogar in Kombination mit den exogenen Ketonen. Manche kennen die exogenen Ketonen auch noch nicht, die zu diesem Event kommen. Und du triffst ganz viele Menschen, die vielleicht ein ähnliches Ziel haben, die ähnliche Herausforderungen haben wie du, die aber alle so ein bisschen offen denken, die im Prinzip auch jeden so annehmen, wie er ist. Ja? Jeder darf da so kommen, wie er ist, egal ob er sich schick anziehen will oder ob er irgendwie einfach nur in Boardshorts kommen will und in einem Tanktop. Völlig egal, jeder ist willkommen. Und du wirst einfach ganz viele tolle Persönlichkeiten kennenlernen und auch Menschen treffen, die auch ein bisschen vielleicht outside the box denken. Ja, so sagt man im Englischen, also die halt nicht nur mit Scheuklappen durchs Leben laufen, sondern die wirklich einiges erreichen wollen in ihrem Leben, die anderen Menschen helfen wollen und die einfach auch eine ganz tolle, große Inspiration für ganz viele Menschen sind, ja. Du wirst aber vielleicht auch Menschen kennenlernen, für die dieses Ganze noch komplett neu ist, ja, die genau wie du vielleicht zum ersten Mal zu diesem Event kommen und sich fragen, was mache ich hier, ich kenne hier irgendwie gar keinen, ganz schön scary, keine Sorge, keiner ist da auch alleine, ja, jeder wird dann auch angesprochen, der alleine rumsteht, keine Sorge, wenn du dann alleine hinkommst, es wird keiner beißen und es sind ganz, 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 ganz viele tolle Menschen einfach immer mit am Start, die sich auch immer um alle kümmern. Was wird dich erwarten? Na, wir werden es so machen, dass wir den Samstag, also den 11. Mai, dort wird es am Vormittag hauptsächlich um die exogenen Ketone gehen. Also die Wissenschaft dahinter, wie kannst du sie anwenden, wie funktionieren sie? Anna Herakovic, sie ist Dipple Inc. Biochemie, hat auch eine Heilpraktiker-Ausbildung und keine Ahnung, was sie noch alles hat. Richtig, richtig mega, diese Frau, ein richtiges Brain. Anna Level Up auf Instagram, vielleicht kennen die einen oder anderen sie auch und folgen ihr schon. Die macht ganz, ganz tollen Content auch. Sie wird auch mit am Start sein und hat sich bereit erklärt, auch einen Vortrag zu erhalten über die exogenen Ketone, über die Wissenschaft dahinter. Denn sie ist mit einer der Personen, die ich kenne, die wirklich am allerbesten Studien lesen können. Studien lesen ist gar nicht so einfach, ja. Erstens, man muss gut Englisch können. Zweitens, muss man wissen, auf was man achtet, ja. Weil nicht jede Studie ist aussagekräftig, ja. Und du findest zum Beispiel auf PubMed auch viele Studien, aber man kann sich Studien immer leicht so hindrehen, wie man sie gerade braucht. Ja, das machen ja leider ganz viele Menschen hier auf Social Media. Leider, ja. Und sie ist wirklich eine, die das total neutral betrachtet und die das auch, eine der wenigen, die das wirklich kann. Ja, also da, die gibt wirklich ihr Bestes vom Besten sozusagen, hauptsächlich über die exogenen Ketone, aber auch bestimmt ein bisschen über Gesundheit. Beim letzten Event hat sie zum Beispiel auch über das Thema Abnehmen gesprochen und welche Kofaktoren da wirklich entscheidend sind, dass es wirklich auch funktioniert und warum man ganz viele Lebensmittel verteufelt, die man vielleicht gar nicht verteufeln sollte. Also das war ein mega genial, ihr Vortrag. Ich saß da auch drin, obwohl ich ja schon super viel weiß. Ich habe mir gedacht, mega, also richtig cool und für jemanden, der komplett auch neu ist vielleicht in diesem Metier, ist es wirklich, wirklich richtig, richtig genial. Und zusätzlich haben wir noch Dr. Fabian Allmacher, ja, der auch sich bereit erklärt hat, einerseits also mit seinen Erfahrungen auch zu den exogenen Ketonen zu sprechen, die er in seiner Praxis schon gemacht hat, ja, mit Kunden, mit Patienten. Und aber auch in seinem Umfeld, ja, mit Freunden, Familie und so weiter. Und wie er das Ganze sieht, was er für ein Potenzial darin sieht. Ich finde das auch nochmal super spannend, von einer Perspektive von einem Arzt auch zu sehen, was der dann dazu sagt. Weil man findet ja auch, ehrlicherweise, super viel Kritik im Moment in den Medien über die exogenen Ketone.
ob sie denn überhaupt helfen, ob das nicht Cheating ist, ob es nicht einfach teures Pipi ist. Und ja, es gibt viele, viele Produkte, die sind teures Pipi, aber wir sprechen hier wirklich um die 100% bioidentischen, rein therapeutischen RBHB-Ketone. Ja. Und da ist natürlich die Wissenschaft auch mittlerweile schon sehr, sehr weit. Das heißt, du kannst auch auf PubMed gehen und findest massiv viele Studien darüber. Immer mit Ketonsalzen und auch Ketonestern, die du gleicherhand genauso nutzen kannst. Bei uns nur schwer zu kriegen, plus schmecken super eklig, plus sind richtig, richtig teuer. Das heißt, da wär du jetzt, wenn du jetzt eher so ein Wissenschafts-Nerd bist, vielleicht die Ketone auch schon trinkst, sie vielleicht schon kennst, und aber noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest. Was steckt denn da dahinter? Wie funktioniert denn das? Warum ist denn das wissenschaftlich wirklich so wasserfest? Und warum gibt es vielleicht aber auch so viele Kritiker? Ja, wir haben natürlich die ganze Zuckerindustrie, wir haben die ganze Pharmaindustrie als Gegner sozusagen. Das sind natürlich keine einfachen Gegner, ganz klar. Aber da wirst du definitiv auf deine Kosten kommen, was Input und Wissen angeht zu den exogenen Ketonen. Zusätzlich wirst du sie auch ausprobieren dürfen. Ja? Das heißt, wir bauen, wie beim letzten Event auch, wer dabei ist, vielleicht Anke war, glaube ich, auf jeden Fall dabei. Wir werden hinten entweder im Eventraum oder draußen, ich weiß noch nicht genau wo, eine Ketone-Bar aufbauen, ja? Wo du mindestens 5, 6, 7 verschiedene Geschmäcker testen kannst. Oft auch Geschmäcker, die es bei uns noch gar nie irgendwie zu kaufen gab. Oder vielleicht ganz neu sind dann, in den USA nur gibt. Oder vielleicht auch ein paar andere Produkte, die es vielleicht nur in den USA gibt, ja. Wir werden auch bestimmt wieder Dinge haben, die man gewinnen kann und so weiter, ja. Auch dann wieder coole Produkte. Das heißt, auch da ist es cool für Menschen, die Ketone wirklich noch gar nie probiert haben. Das heißt, du darfst auch gerne Gäste mit einladen. Wenn du sagst, boah, ich kenne die Ketone schon, ich bin schon Kundin, entweder bei mir oder bei irgendjemand anders, völlig egal. Du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen, auch Gäste mitzubringen, ja. Das heißt, der Samstag, also der 11. Mai, ist öffentlich für alle. Jeder darf kommen, jeder, der sich ein Ticket holt, darf kommen und darf auch Gäste mitbringen. Natürlich braucht jeder Gast ein Ticket, sonst kommt er nicht rein, das ist ganz klar. Wenn wir noch Tickets überhaben werden, wenn es soweit ist, kann man natürlich auch vor Ort noch Tickets kaufen. Würde ich mich aber nicht verlassen, beim letzten Mal war unser Event wirklich ausverkauft tatsächlich, ja, schon eine Woche vorher. Wir haben dann noch ein paar Plätze frei gemacht, haben die Bestuhlung nochmal geändert, last minute, ja, bin ich ja gar kein Fan von sowas, ja. Ich bin immer gut vorbereitet und will nie last minute changes haben, aber das kann man halt nicht vermeiden, ja. Bin ich auch gewohnt von der Eventbranche, ich habe 7 Jahre in der Eventbranche gearbeitet, aber trotzdem finde ich es immer ganz cool, wenn man das nicht machen muss, aber haben wir tatsächlich letztes Mal noch gemacht, haben wir nochmal Tickets quasi geöffnet, konnten wir nochmal Tickets kaufen. Das heißt, je früher du dir dein Ticket sicherst, desto wahrscheinlicher auch, dass du definitiv dabei sein willst, ja. Und der Knaller, ich sag's am Ende auch nochmal, der Knaller für Gäste, also wirklich für Gäste, ist das Ticket, kostet das Ticket nur 19 Euro, ja, wenn du es über mich kaufst. Sonst kostet es 29 über die Webseite, ansonsten, wenn du dich bei mir meldest, ich habe ein Bundle gekauft, wo mehrere drin waren, so spare ich, beziehungsweise spart ihr, dass ihr sparen könnt. Und habe noch 8 freie Plätze von diesem Bundle, ja, das heißt, wenn du es über mich holst, ein Ticket, zahlst du wirklich nur 19 Euro. Plus Essen kommt dann noch extra dazu, wenn du abends noch zum Abendessen bleiben möchtest, kostet 29 Euro. So ein Buffet, ja, ist auch nicht die Welt. Ist aber auch kein Muss, also du kannst natürlich dann auch früher abreisen oder auch noch eine Nacht bleiben, wie es für dich passt. Und der Nachmittag dann von diesem Samstag, also von diesem 11. Mai, da geht es dann mehr, also da gehen wir dann so ein bisschen weg von der Wissenschaft der Ketone, was da so dahinter steckt und den ganzen Theoriekram, sag ich mal, ja, was so die Nerds und die Leute, die wirklich neugierig sind, interessiert, da gehen wir dann eher, da geht es dann eher um die Businessmöglichkeit, wie du dir damit tatsächlich ein Business aufbauen kannst, was alles möglich ist, warum wir als Pioniere auf dem europäischen Markt gerade eine wahnsinnig geniale Chance sehen und auch haben im Prinzip und unser Team auch das krass wachsendste Team in ganz Provit ist, in der ganzen Firma. Sogar die Amerikaner haben wir wirklich überholt. Mit dem deutschen Team, ohne Witz. Also Europa boomt da natürlich, was die Ketone angeht, aber Deutschland ist da ganz, ganz oben mit dabei. Wir haben gerade sogar auch die Amerikaner überholt. Ich glaube, es liegt daran, weil wir einfach so begeistert sind, das ist das eine, aber auch, weil wir mittlerweile ein System kreiert haben, wie wir neue Teampartner echt grandios ausbilden können. Ja, ich würde auch sagen, so ein bisschen besser als die Amerikaner. Liegt vielleicht daran, weil wir Deutschen, viele von uns sehr analytisch sind und halt alles ganz genau machen wollen. Ja, das ist uns manchmal ein kleiner Klotz am Bein, gerade in der Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Die ticken ja ganz, ganz anders als wir. Aber ich glaube, das sorgt dafür, dass wir einfach ein extremes Wachstum haben und auch ganz viele neue, erfolgreiche Teampartner relativ
schnell, sagen wir mal, aus dem Boden stampfen. Ja? Also ich habe zum Beispiel, um da zu sein, wo ich jetzt bin, ich mache das jetzt 3 Jahre und kann super gut davon leben, fahre schon ein Auto von der Firma bezahlt, werde jetzt sogar auswandern. Mittlerweile schaffen das Leute viel schneller, tatsächlich. Ja? Was ich gut finde, weil es dann einfach noch leichter wird, wirklich erfolgreich mit der Sache zu werden. Weil du Systeme hast, Strukturen hast, Prozesse hast, an die du dich halten kannst, die eigentlich wasserfest sind. Ja? Wenn du weißt, okay, ich mache zack, 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 dann habe ich auch dieses Ergebnis. Natürlich schafft es auch nicht jeder. Das muss man auch sagen, weil die meisten, wo dann scheitert es, die meisten sind halt nicht durchbeiß. Wie sagt man denn? Die beißen sich nicht durch oder haben Angst, tatsächlich die Komfortzone zu verlassen. Das ist auch oft ein Grund. Ja? Aber ansonsten kannst du eigentlich in dieser Branche gar nicht scheitern, außer du hörst einfach zu früh auf. Danke für die Herzen. Sehr, sehr cool. Das heißt, am Nachmittag erfährst du alles über die Businessmöglichkeit. Du wirst Beispiele hören von ganz tollen Menschen in unserem Team, die schon super viel erreicht haben, die schon ein großes Team aufgebaut haben, die ein bisschen so von ihren Anfängen erzählen und aber auch noch von ihren Träumen erzählen, wo sie noch hinwollen. Und du wirst definitiv lernen, auch an diesem Tag größer zu träumen. Ja? Du wirst einfach, im Prinzip kannst du dir vorstellen, wie wenn du so Scheuklappen aufhast, die kannst du dann wegnehmen und plötzlich siehst du die ganze Welt. Ja? Das klingt jetzt hochromantisch, ja? Aber so war es damals für mich auch. Ja? Ich habe überhaupt gar nicht die Ahnung gehabt. Mir war das überhaupt gar nicht klar, dass es eine Möglichkeit gibt, mit der du dir wirklich mit natürlich entsprechender Arbeit all deine Träume für dein ganzes Leben erfüllen kannst. Ja, und dass es da nichts gibt, was du irgendwie nicht erreichen kannst. Und es ist immer leichter hinzukommen? Ganz bestimmt nicht. Aber du hast definitiv mit diesem Team auch Unterstützung, das dir hilft, dorthin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Und du siehst, andere haben es auch geschafft. Und deswegen weißt du genau, okay, das ist die Straße, die ich nehmen muss. Das ist das Fahrzeug, das ich habe. Und jetzt entscheide ich, wie viel Gas ich gebe, wo ich hinlenke. Und ich habe es einfach selber in der Hand, was ich einfach aus meinem Leben mache. Und diese Realisierung zu haben, einfach mal an diesem, auf so einem Event, das ist schon phänomenal. Und egal, ob du dich dann entscheidest, mit diesem Fahrzeug zu fahren, also mit uns zu arbeiten oder nicht, das ist völlig egal. Aber zumindest hast du einfach mal erlebt, was eigentlich in diesem Leben überhaupt möglich ist. Ja, und hast es mal gesehen und kannst vielleicht dir die eine oder andere Tür öffnen in deinem Gedankenstrudel, dass es vielleicht für dich auch noch eine andere Möglichkeit gibt, ja. Und vielleicht ist es nicht die Möglichkeit, die ich jetzt hier nutze, die ich dir hier anbiete. Vielleicht ist es für dich eine andere Möglichkeit. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das Schlimmste ist eigentlich, sind die Menschen, die nicht zufrieden sind gerade mit ihrem Leben. Irgendwas passt nicht, der Job passt nicht, vielleicht da, wo sie wohnen, passt nicht, irgendwie die Finanzen passen nicht. Weißt du, was ich, irgendwas passt nicht, du bist nicht happy und dann änderst du nichts dran. Und wenn du dir nicht mal irgendwie Möglichkeiten anhörst oder offen bist für Veränderungen, dann wird sich auch nichts verändern. Weil die Veränderung kommt nicht zu dir, die musst du holen, ja. Du musst sagen, hey, hier bin ich und ich bin bereit, was zu verändern und schauen wir mal, was passiert. Und wenn du nicht bereit dazu bist, wird auch nichts passieren, ja. Und da ist einfach das Event eine Möglichkeit, dir dafür die Augen zu öffnen. Ja. Und das heißt, du wirst auch an diesem Nachmittag einiges bisschen erfahren über Sales-Strategien, Verkaufsstrategien, Social Media Marketing, Social Media Management, wie du über Social Media auch dein Business aufbauen kannst, was dir ja nicht nur dann für so ein potenzielles Business hilft, sondern generell auch für dein Leben hilft. Weil grundsätzlich verkaufst du ja jeden Tag. Du verkaufst dich ja jeden Tag, ja? Du verkaufst dich an deinen Partner, an deine Kinder, an deine Mama, du verkaufst dich an deinen Arbeitgeber und je besser du dich verkaufen kannst, heißt, je besser du auch kommunizieren kannst und je selbst bewusster und je mehr Selbstwert du auch für dich selber hast, desto einfacher wird auch einfach dein Leben in allen Lebenslagen. Das heißt, die Fähigkeiten, die du da mitnehmen kannst bei diesem Event, die werden dir dein Leben lang helfen. Ja, das ist jetzt nicht nur, dass du da drin sitzt und sagst, gut, ich will das nicht machen, interessiert mich nicht, ich höre nicht zu. Nein, ich kann dir versprechen, es sind ganz, ganz viele tatsächlich, die auf dem Event waren, die wirklich Lessons fürs Leben mitgenommen haben. Mein Steuerberater zum Beispiel, bei dem war klar, der macht das Business nicht, ja, weil das ist erst mein Steuerberater und der ist aus Leidenschaft Steuerberater, kann ich nicht verstehen. Aber ja, es gibt verschiedene Menschentypen. Und der war einfach nur da, weil er uns kennenlernen wollte. Ein paar seiner Klienten waren auch in dem Raum. Und der kam aus diesem Event und sagt, ja, was für eine geniale Community, was für coole Menschen. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, ich habe so viel gelernt, auch für mein eigenes
Business und der ist Steuerberater. Also macht was ganz was anderes, als ich eigentlich mache, ja. Und das hat mir auch nochmal so die Augen geöffnet, wie wertvoll so ein Event wirklich für jedermann sein kann. Egal, was du gerade für einen Beruf hast oder ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, das ist völlig egal. Hashimoto-Schub, heute geht es mal nicht um Ernährung tatsächlich, nicht um Gesundheit, sondern um unser Event. Aber definitiv unbedingt folgen für mehr Input zum Thema gesunder Lifestyle, Insulinresistenz besiegen und so weiter. Wisst ihr ja, da gibt es bei mir massig Input. Die Sabine fragt, wo man übernachten kann. Also es findet statt in Erding bei München. Du kannst dir zum Beispiel direkt in Erding was buchen. Ich kann dir definitiv den Kastanienhof empfehlen. Da wollte ich mich selber schon fast einbuchen, den fand ich cool. Der hat übrigens auch eine Sauna, ist ganz nah zu Fuß an der Event-Location erreichbar mit dran. Es gibt auch noch ein paar andere Hotels in Erding. Wir haben uns jetzt aber zum Beispiel für ein Airbnb entschieden. Steffi und ihr Freund kommen nämlich auch mit und noch eine Teampartnerin von der Steffi. Mit der gehen wir zusammen in ein Airbnb, das auch direkt an der Location ist. Das ist die Stadthalle in Erding. Das kann man auch googeln, wo das genau liegt. Also Erding ist nicht groß, Erding ist so ein kleines Kaff bei München. Was cool ist an Erding, es ist nur eine Viertelstunde, 20 Minuten vom Flughafen entfernt. Also wenn du vielleicht aus Norddeutschland kommst oder so, ist vielleicht Fliegen gar nicht blöd, weil du dann direkt auch mit der S-Bahn vom Flughafen nach Erding fahren kannst und kannst auch von der S-Bahn-Station zur Location zu Fuß gehen. Zu deinem Hotel sogar zu Fuß gehen. Also das ist halt super praktisch. Ansonsten, wenn du in München am Hauptbahnhof ankommst oder am Ostbahnhof, dann fährt definitiv die S-Bahn direkt einfach zur Location, wo das Event stattfindet. Das heißt super praktisch. Also Erding klingt halt so, boah, es ist irgendwie nicht so attraktiv, aber wer vielleicht noch nie in München war oder schon lange nicht mehr in München war, der kann das ja vielleicht verbinden mit einem längeren Wochenende davor, danach noch was in München buchen, ein bisschen Sightseeing machen. Übrigens kann ich dir auch empfehlen, die Therme in Erding. Spitze. Ich war da früher immer mit meinem Ex-Mann, wir sind da echt immer hingefahren, von da, wo wir früher gewohnt haben, das war 2 Stunden entfernt, wir sind da immer 2 Stunden hingefahren in diese Therme. Ist die größte Therme, ich möchte sagen, der Welt. Ich glaube, das stimmt leider irgendwie nicht mehr, weil die Amis bauen ja immer größere Dinge. Also wahrscheinlich die größte Therme Europas. Die ist riesig. Die hat auch eine Saunalandschaft. Ich gehe ja persönlich lieber in die Sauna als in die Therme. Ich finde, Therme ist total sinnlos, da friert es nicht immer. Ich gehe lieber in die Sauna und die haben, glaube ich, keine Ahnung, wie viele verschiedene Saunen. Richtig viele coole Saunen. Es ist ein komplettes Relax-Paradies. Die haben auch ein Hotel mit dabei, also da kann man dann auch noch bleiben, wenn man will. Und ein Rutschenparadies. Sprich, wenn du deine Family mitnehmen willst, die sollen dabei in die Therme gehen. Ja, wunderbar, die können rutschen gehen und du gehst zum Event. Idealerweise nimmst du deinen Partner vielleicht auch noch mit zum Event, ja, dass ihr das beide mitkriegt, macht natürlich Sinn. Wenn die Kinder alt genug sind, können sie alleine die Therme, ansonsten brauchen sie natürlich eine Betreuungsperson. 11. Mai in der Erdinger Stadthalle. So sieht's aus, der Espresso-Trinker. Wer ist denn der Espresso-Trinker hier? Cooler Name. So sieht's aus, 11. Mai in der Stadthalle in Erding. Und der 11. Mai ist eben öffentlich, ja, das heißt, Gäste dürfen kommen. Wenn du dein Ticket holst, dir holen möchtest, dabei sein möchtest, kannst du es für mich für 19 Euro nur bekommen. Über mich für 19 Euro bekommen. Ansonsten kostet es 29, ist auch günstig auf der Webseite, wenn du es selber buchen willst. Ich würde dir halt empfehlen, melde dich bei mir und ich reserviere dann das Ticket. Du zahlst es dann einfach ganz unkompliziert über PayPal an mich. Wenn du das Essen abends noch mitnehmen möchtest, also abends gibt es noch ein gemeinsames Abendessen, es wird ein Buffet sein, nehme ich mal an. Wenn du da noch dabei sein möchtest, ein bisschen quatschen möchtest mit den Leuten, die du dort kennenlernst, mit mir quatschen möchtest, mit dem Team quatschen möchtest, dann kann ich dir empfehlen, nimm das Abendessen mit. Da kannst du dir ja selber das Ticket fürs Abendessen auf der Webseite kaufen. Ja? Kostet 29 Euro, das Abendessen als Buffet. Da ist dann alles mit dabei. All you can eat, ja. Das heißt, macht definitiv Sinn, das noch mitzunehmen. Genau, wenn du jetzt, wie zum Beispiel bei der Sabine, die fragt, wo kann ich übernachten, wenn du von ein bisschen weiter her bist, ja, nicht direkt München und Umland, musst du vielleicht einmal übernachten. Definitiv, ja. Das heißt, du übernachtest vielleicht von Freitag auf den Samstag oder von Samstag auf den Sonntag oder wenn du es komplett entspannt haben möchtest, einfach an beiden Nächten und gehst dann am Sonntag noch in die Therme. Oder wir hatten auch schon Gäste, ich hatte letztes Jahr, die Heike zum Beispiel war letztes Jahr mein Gast, also sie war schon Kundin, sie kannte die exogenen Ketone schon, war schon begeistert, hatte damit ihren Heißhunger reduziert, schon ein bisschen abgenommen.
Die kam zum Event, weil sie dachte, ich möchte die Leute kennenlernen. Sie wollte mich auch persönlich mal kennenlernen. Total cool. Und die war so begeistert, die ist einfach noch geblieben. Die hatte nichts dabei. Die wollte eigentlich wieder abreisen. Die hatte noch eine Unterhose und eine Zahnbürste eingepackt. Just in case, ja, Vorsichtsmaßnahme. Sagt, sie hat sie immer dabei. Und die hat sich dann noch ein Zimmer gebucht und ist für den Sonntag noch geblieben. Der Sonntag ist nämlich eigentlich nur für Teampartner. Also wirklich nur für unser Team. Für alle die, die wirklich mit den exogenen Ketonen arbeiten. Die sich damit ein Business aufbauen. Also die wirklich Teampartner bei Prove-It sind. Die können am Sonntag noch bleiben. Das Beste hier, die Menschen, die sich versehentlich anrufen über Instagram, die wollen, glaube ich, nur was schreiben und dann kommen sie versehentlich auf den Knopf. Danke, liebe Patricia, der Espresso-Trinker, super gerne. Sag mir mal deinen Namen, kenne ich dich? Aber irgendwie sagt mir dein Name gar nichts. Das Buffet ist doch sicher auch blutzuckerkonform. Ja, Patrick, das ist gar nicht so einfach. Da arbeiten wir noch dran. Ich kann dir gar nicht sagen, wie hart es ist, mit denen zu arbeiten, was das angeht. Die haben uns halt so ein typisches Buffet mit Gulaschsuppe, Nudeln, was man halt in Bayern so bekommt, was günstiges Essen ist, ja, für ein Buffet für, keine Ahnung, ein paar hundert Menschen. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt unser Gesundheitsanspruch. Das heißt, wir sind gerade noch am Ausarbeiten, dass wir dieses Buffet, dass wir bei 30 Euro bleiben, 29,90, und dass wir halt ein paar gesunde Dinge noch bekommen. Ja, so also ein paar Low-Carb-Gerichte, vor allem auch ein Salatbuffet oder so, ja, also ich weiß noch nicht genau, was es sein wird, aber wir arbeiten echt dran, dass es so gesund wie möglich sein wird, ja, weil es macht ja keinen Sinn, ja, wir sind hier die Health-Community, die Keto-Community und da gibt es irgendwie, keine Ahnung, Spätzle mit Knödel oder sowas auf unserem Buffet. Also das ist halt immer super schwer in Bayern, vor allem kann ich dir sagen, wenn du dann mit diesem Chefkoch eben aus der Stadthalle Erding, wenn du dem das sagst, der schaut dich an. Der denkt so, hey, ist sie noch ganz dicht, ja? Also der hat da auch halt einfach keinen Bock, das so zu kreieren, weil das überhaupt nicht versteht, sondern man so essen möchte. Naja, vielleicht sollte er auch zum Event kommen, vielleicht sollte er auch Ketone trinken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir definitiv eine Lösung finden. Wir haben uns dazu geeinigt, das Essen soll nicht mehr als 30 Euro kosten, ja, sondern 29,90. Und wir werden definitiv eine einigermaßen gesunde Variante bekommen. Und wenn du unsicher bist, trinkst du unbedingt Ketone vorher. Wirst du wahrscheinlich eh machen, ja, weil du die Ketone-Bar plündern wirst. Du wirst auf jeden Fall die Geschmäcker auch probieren. Und bei so einem Event trinke ich meistens eben ja Ketone als normal, ja, weil wir machen auch keine, also wir machen eine Pause, wo man kurz mal in die Stadt gehen kann, sich was zum Essen holen kann auch, wer nichts dabei hat oder wer was braucht, aber an solchen Tagen macht es ja doch Sinn zu fasten, einfach zu sagen, gut, ich habe halt ein Frühstück und dann kann ich 8-9 Stunden ohne essen und dann gibt es halt Abend wieder Essen. Dann zeigt sich schon, okay, wer ist Keto-adaptiert beziehungsweise wer hat einen funktionierenden Stoffwechsel, wer das nämlich aushält, der weiß, okay, mein Stoffwechsel funktioniert ganz gut. Wer halt nach 4 Stunden wieder Hunger hat und was zu essen braucht, der weiß, okay, vielleicht muss ich dann doch ein bisschen an meiner Insulinresistenz arbeiten und vielleicht bin ich dann doch nicht ganz so metabolisch flexibel. Also ist mein Stoffwechsel vielleicht doch nicht so flexibel. Genau. Für immer kostenlos mit allen Zügen und Bus, aber du darfst nie wieder Auto fahren. Okay. Also ich glaube, Jakob, das ist irgendwie ein kompletter Kommentar, der hier nicht hergehört. Also ich kann zumindest nichts anfangen damit, bezogen auf mein Live. Aber danke für den Kommentar, hilft auf jeden Fall den Algorithmus. Ja, das heißt also Samstag offen für Gäste, Sonntag kannst du bleiben, wenn du neugierig bist, kannst dann gleich starten mit den Workshops. Wir machen nämlich am Sonntag Workshops, wir machen Trainings fürs Team, wo du wirklich speziell ganz zu individuellen Themen, die wir alle bearbeiten, die wir alle brauchen für unser Business, Workshops bekommst. Also es wird Workshops für Anfänger geben. Wenn du gerade neu startest, gerade eingestiegen bist und sagst, mich interessiert das jetzt, ich möchte irgendwie wissen, wie kann ich denn starten, wird es einen Workshop geben, wo du erfährst, welche Pakete gibt es denn? Wie sind denn die Einstiegsmöglichkeiten? Was kostet das überhaupt? Was muss ich, was kann ich? Keine Ahnung. Das wird alles abgedeckt. Dann aber auch, wenn du startest, deine Marke aufzubauen über Social Media, wie kannst du das machen? Wie kannst du offline aber auch arbeiten? Wir haben ganz viele im Team, die sagen, Social Media, nee, meine ich, finde ich blöd. Kannst du gern für dich so entscheiden. Ich kann es dir nicht empfehlen. Ich sage immer, hey, nimm doch alles mit, was geht. Social Media ist die Zukunft. Das Internet ist die Zukunft. Ja, du kannst dich da nicht irgendwie verschließen dagegen. Du hast einfach sonst gar keine Chance. Aber trotzdem sind viele, die sagen, ich mache es lieber offline und die auch wahnsinnig tolle Erfolge haben. Ja? Also alles möglich, alles kann, nichts muss.
Und so wird es ganz viele verschiedene Workshops geben, aber auch schon Workshops für die Pros, wo es dann wirklich ins Eingemachte geht. Workshops, wo du lernst, wie du ein Reel drehen kannst. Workshop, wo du, keine Ahnung, ich mache immer super gern so einen Workshop, wo dann alle kommen und ich schaue mir das Profil an. Ich mache so einen Profilscan auf Social Media, also zum Beispiel auf Instagram, schaue mir dein Profil an und sage, okay, schau mal, hier kannst du noch das verbessern, das. Und dann gebe ich dir Vorschläge für eine Positionierung und so weiter. Und dann kann ich dir da in kurz ein paar Minuten super viel Input geben. Das wird immer von unserem Team super gern angenommen. Da stehen immer die Leute Schlange, um zu diesem Workshop zu kommen tatsächlich. Ja. Und das hilft dir ja auch, selbst wenn du dich dann entscheidest, dass du das Business irgendwie nicht machen magst, sind es ja trotzdem Dinge, die du auch für dein Leben lernen kannst. Also richtig cool. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf dieses Event. Und ich kann dir immer sagen, Events verändern Leben. Ja. Nicht nur für Gäste, die kommen und sagen so, alter Schwede, ich bin total geflasht. Wie kann ich jetzt starten? Ja, sowas gibt's, aber dann gibt's auch Leute, die sagen, boah, mega, richtig coole Community, richtig tolle Leute, ich habe echt ganz interessante Persönlichkeiten kennengelernt, für mich ist es aber dann doch eher nichts. Dann ist das auch total okay. Ja? Wichtig ist einfach nur, dass du dann für dich eine Entscheidung triffst. Ja? Dass du weißt, okay, habe ich da Bock drauf, möchte ich es machen? Und dann kann ich dir immer empfehlen, dann geh all in. Ja, dann committe dich wirklich zu der Sache und Erfolg mag auch immer bekanntlich Geschwindigkeit. Das heißt, dann starte wirklich gleich und gib Gas oder finde halt für dich raus, was vielleicht denn für dich einfach eine Alternative ist. Aber ich glaube, es war noch nie jemand auf unserem Event, der gesagt hat, es war kacke. Ja, also wir sagen sogar immer, hey, wenn du nicht zufrieden bist, wir geben dir auch dein Geld zurück. Ja, also deine 19 Euro, wenn du die wieder haben kannst, dann kannst du die wieder nehmen. Das ist mir völlig egal. Wird auf jeden Fall nicht vorkommen, das weiß ich. Weil du für dich an diesem Tag so krass viel Mehrwert mitnimmst und du wirst einfach ein bisschen verändert rausgehen aus der Sache. Ja, viele nicht nur ein bisschen, sondern viele dramatisch im positiven Sinne verändert. Und ich kann dir nur empfehlen, einfach mal so ein bisschen die Augen und Ohren offen zu halten, weil wenn du es mitgekriegt hast, wenn du dich mit unserem Land, Deutschland, unserer Wirtschaftslage, unserer politischen Lage, unserer generellen Lage in dieser Welt beschäftigst, ja, und da geht es ja nicht nur um Deutschland, es ist ja gerade alles ein bisschen am Wanken, was so alles passiert, glaube ich, wird es immer wichtiger, dass du dir überlegst, was mache ich denn, wenn ich vielleicht mal keinen Job mehr habe? Und du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr so drauf verlassen, zu sagen, ja, ich habe ja meinen sicheren Job, den habe ich immer, bis ich in Rente gehe und dann kriege ich meine Rente und dann kann ich schön leben davon. Ja, wahrscheinlich, bis du in Rente gehst, gibt es gar keine Rente mehr. Vielleicht gibt es dann gar keine Euro mehr. Ich weiß es nicht, ja. Keine Ahnung, das kann dir keiner beantworten, aber es werden auf jeden Fall einige Dinge passieren in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten. Und ich glaube, das werden einige wird es richtig hart treffen, nämlich die sich halt nicht vorbereiten auf die Sache. Und dann werden einige vielleicht sogar aus der Situation Gewinn tragen können, im Sinne von, die sind vorbereitet und die trifft es nicht so hart. Die können sogar vielleicht davon profitieren. Das ist wie in jeder Krise auch, wie bei Corona war es ja auch so. War ja unsere Branche, Netzwerkmarketing, Empfehlungsmarketing, eine der wenigen Branchen, wenn nicht sogar die einzige, die wirklich floriert ist. Die einfach nach oben gegangen ist, weil sich die Leute überlegt haben, okay, wie kann ich denn von zu Hause Geld verdienen? Ich kann nicht in meinen Job gehen und da habe ich auch dazu gehört. Ja, ich hatte Hartz IV, weil ich in Kurzarbeit war. Kurzarbeitergeld hat nicht ausgereicht, dann musste ich noch Hartz IV beantragen und habe mir überlegt, hey, sorry, ich muss irgendwie mein Leben in den Griff kriegen. Es kann ja nicht sein, dass ich mich nicht mal Essen kaufen kann, ohne Hartz IV zu beantragen. Das kann nicht sein, ja. Hatte davor auch einfach eine Scheidung, eine Trennung, einen Auszug hinter mir, meine Wohnung neu eingerichtet. Hey, das sind alles Dinge, die kosten scheiß viel Geld, kann ich nicht empfehlen. Also überleg vorher, wen du heiratest, macht definitiv Sinn. Ja, manchmal kann man es irgendwie nicht vermeiden, da passieren Dinge und dann ist es halt so, dann musst du damit klarkommen. Es ist alles möglich, alles macht dich stärker, wenn es dich nicht umbringt. Das ist wirklich wahr und ist eine coole Sache. Aber in dem Moment war es für mich einfach richtig hart, ja. Und ich bin einfach so krass dankbar, dass ich diese Möglichkeit dann gefunden habe, vor allem, dass ich auch offen war. Ja, dass ich offen war, mir das mal anzuschauen, weil ich habe das erlebt mit den Ketonen, beziehungsweise gesehen, in so einem Online-Seminar, im Rahmen der FIBO war das, die FIBO, die Fitnessmesse, die eben nicht stattgefunden hat, deswegen gab es da Online-Seminar, dann habe ich mich angeschaut, was ist denn los mit euch hier? Es ging um ketogene Ernährung und ich war gerade da dabei, mich auch ketogen zu ernähren, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Ja? Weil ich schon die ganzen von den Benefits gehört habe, mir gedacht habe, das klingt eigentlich ziemlich geil, ich probiere das jetzt aus. Und anfangs ging es mir auch ganz gut damit, aber nach 3 Monaten habe ich gemerkt, okay, für mich ist es nichts. Ja, mein Zyklus hat es komplett durcheinander gehauen, andere Geschichte. Dann habe ich aber Gott sei Dank die Ketone auch kennengelernt und war relativ schnell Feuer und Flamme
von der Wirkung und habe dann auch relativ schnell verstanden, okay, geil, ich kann damit Geld verdienen. Genau das, was mir eigentlich so gefehlt hat in dem Moment. War aber dann auch super skeptisch und habe, glaube ich, ein halbes Jahr habe ich das noch vor mir hingeschoben und habe gesagt, nee, das lasse ich lieber und nee, und irgendwie die Branche ist mir suspekt und ich will niemanden auf den Sack gehen, tatsächlich, damit ich Geld verdienen kann, sprich verkaufen kann ich nicht, will ich nicht lernen. Bis ich dann gesehen habe in dem Team, als ich dann doch gestartet bin, dass es auch anders geht. Ja, dass Verkaufen nichts Schlechtes ist, dass Verkaufen eigentlich das Beste auf der ganzen Welt ist, wenn du es aus vollem Herzen mit einer ehrlichen Seele auch machst. Ja, dass, wenn du nicht jemandem was verkaufst, was er gar nicht braucht und du weißt, er braucht es nicht. Das ist natürlich Kacke, was natürlich ganz viele draußen leider machen. Hauptsache, sie verkaufen ihren Scheiß. Ja, ich will niemandem Ketone geben, der gar keine Ketone will. Da gehe ich zum Nächsten, der Ketone will, weil es gibt genügend Leute, die wollen Ketone. Ja, das heißt, hier lernst du bei uns halt auch im Team, jetzt nicht nur beim Event selber, sondern auch, wenn du dann startest und die Ausbildung bei uns machst. Ja, wir haben ein komplett automatisiertes Onboarding-System. Lernst du, wie du wirklich verkaufen kannst, mit gutem Herz, mit guter Seele und dass es für dich sich auch gut anfühlt. Ja, wie du deine Marke aufbaust, wie du dein eigenes Brand aufbaust, wie du es wirklich schaffen kannst, dass Leute dir folgen, weil du guten Mehrwert gibst, weil du guten Content lieferst, weil du dich in dem Gebiet echt gut auskennst und da Schritt für Schritt ein Experte dafür bist. Und da haben wir unzählige Beispiele in unserem Team, die wirklich auch von Null starten. Also ich bin auch von Null gestartet. Ich hatte nicht meinen Instagram-Account. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was TikTok ist. Ja? Und Facebook hatte ich halt so einen Schüler-Account, wo man halt, keine Ahnung, 200 Schulfreunde hat. Und das war's. Ja? Wollte ich eigentlich schon löschen. Und dann hieß es, okay, du kannst über Social Media dein Business aufbauen mit den extremen Ketonen. Und ich dachte mir so, wie genau soll das jetzt funktionieren? Eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Und dann habe ich es immer wieder vor mir hergeschoben, aber bin dann wirklich eben, nach einem halben Jahr war es dann so, dann war der zweite Lockdown und es hat sich so angefühlt, als ob das alles wieder von vorne losgeht mit Hartz IV und so weiter. Und ich habe gesagt, ich hasse dieses Ohnmachtsgefühl, das wird mir nicht nochmal passieren, dass ich nicht im Herr meines eigenen Lebens bin. Ja? Das mag ich einfach nicht nochmal haben. Und deswegen habe ich dann die Entscheidung getroffen und habe gesagt, gut, ich kann es versuchen. Ich weiß ja gar nicht, ob es funktioniert, wenn ich es nicht ausprobiere. Das heißt, ich bin dann gestartet, habe es ausprobiert und habe dann wirklich gesehen, Schritt für Schritt, es funktioniert. Es kommt immer ein bisschen mehr Geld jeden Monat auf mein Konto. Habe dann gemerkt, das klappt, es passt. Und vor allem habe ich auch die Menschen, die mir da ein Coach und ein Mentor waren in dieser Sache, kennen und schätzen gelernt. Und auch gemerkt, was für geniale Menschen das einfach sind, die wirklich aus tiefstem Herzen gehen, weil sie dir helfen wollen, ja, weil sie wollen, dass du erfolgreich bist. Und das ist halt das Schöne und das Faire auch in unserer Branche, weil du einfach nur quasi, wie man immer so schön so sagt, negativ behaftet, ey, ist ja cool, ja, wenn ich so mache, kommen so Konfetti und Luftballone hier auf Facebook, wie geil. Du hast nur was davon, wenn andere auch erfolgreich werden. Das heißt, je mehr du gewinnen möchtest, desto mehr hilf anderen auch zu gewinnen. Ja? Und nur wenn du es schaffst, wirklich auch anderen zu helfen, dass die gewinnen, dann gewinnst auch du. Ja? Und das ist halt einfach das Schöne. Petra, sehr gerne. Schön, dass du mit dabei bist. Das ist halt einfach auch das Schöne und das Faire. Und das Faire vor allem halt auch, weil es nach oben auch kein Limit gibt. Es ist nicht so, wenn du irgendwann, keine Ahnung, 5.000 Euro im Monat verdienst, 10.000 Euro im Monat verdienst, dass dann irgendwer sagt oder Prove It kommt, okay, jetzt, Patricia, jetzt hast du genug verdient, jetzt ist finito, ja, egal wie viel Ketone du noch weiter verkaufst, mehr kannst du eh nicht verdienen. Nein, nach oben ist einfach kein Limit. Das heißt, du kannst dein Business so groß bauen, wie du es haben möchtest. Und manche steigen ein und sagen, hey, 2, 3, 4, 500 Euro im Monat, mir reicht es vollkommen. Bisschen extra Taschengeld für meine Familie, für meine Kinder, dass die ins Schullandheim fahren können, dass die ins Skilager fahren können, dass wir vielleicht als Familie nochmal gemeinsam einen Urlaub machen können, entweder einen mehr oder überhaupt einen Urlaub machen können oder überhaupt mal die Rechnungen zahlen können. Alles wird einfach scheiße teuer, oder? Das ist doch Wahnsinn, was alles kostet mittlerweile. Ja, viele Familien schaffen es ja nicht mal jeden Monat gut die Rechnungen zu zahlen und müssen krass Abstriche machen. Das ist doch nicht schön. Ja, das ist doch kein Leben, wie du es haben möchtest. Also ich zumindest wollte es nicht und deswegen habe ich einfach nach einer Lösung mich umgeschaut und Gott sei Dank gibt es da draußen Lösungen. Es gibt aber auch Menschen, die starten mit ganz, ganz großen Visionen. Ja, die sagen, hey, wow, ich möchte mir genauso wie du vielleicht meine Freiheit Schritt für Schritt aufbauen, dass ich mich abmelden kann aus Deutschland, dass ich vielleicht sogar, dass ich meinen Job erstmal kündigen kann, dass ich vielleicht aber einfach nur mit einer Nebentätigkeit vielleicht nur halb so viel verdienen noch zusätzlich wie in meinem Job oder genauso viel verdienen und dann eben den Job runterschrauben und dann vielleicht irgendwann den Job ganz kündigen.
Ja, manche sagen, Job kündigen kommt für sie nicht in Frage, weil sie haben schon ihren Traumjob. Habe ich auch einen im Team. Ja, zum Beispiel die Heike, von der ich vorher erzählt habe, die dann eben als Gast kam und dann Teampartnerin wurde, bis am nächsten Tag noch geblieben ist zum Event, die dann gesagt hat so, ja, also ich mache das, ich finde es super, aber meinen Job will ich halt nie kündigen. Ich liebe meinen Job und ich gehe da gerne hin und ich freue mich voll drauf. Das ist ja auch super gut, ja. Das heißt ja nicht, dass jeder irgendwie unglücklich ist in seinem Job. Das heißt, wenn du glücklich bist in deinem Job, dann super, herzlichen Glückwunsch, dann bleib da. Aber wenn du halt das Gefühl hast, ein bisschen mehr verdienen wäre schon auch irgendwie cool oder noch irgendwas Zweites nebenbei zu machen, hast du halt hier einfach die Möglichkeit. Was exogene Ketone sind, können wir gerne noch mal kurz erklären. Also Ketonkörper sind die beste und reinste, die effizienteste Energiequelle der Welt. Ja? Ketonkörper stellt dein Körper auch selber her, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. In Ketose hast du dann mehr Fokus, du hast mehr Energie, du hast aber auch eine erhöhte Fettverbrennung mit gleichzeitigem Muskelschutz. Du hast besseren Schlaf, du hast bessere Haut, bessere Verdauung, Blutzuckerregulierung, weniger Entzündungen. Das sind mal die Hauptvorteile der Ketose. Und jetzt hast du die Möglichkeit, in Ketose zu kommen über die exogenen Ketone, die du von außen zuführst, wie der Name schon sagt, exogene Ketone, ohne dass du dich ketogen ernähren musst, ohne dass du fasten musst und bist dann auch innerhalb einer Stunde nach Trinken der Ketone tatsächlich in Ketose. Und hast dann die gleichen Benefits. Und das ist natürlich ein riesen Game Changer, weil so kann jeder Mensch da draußen die Vorteile der Ketose genießen, ohne dass er sich ketogen ernähren muss und ohne dass er fasten muss. In den USA werden Ketonkörper oft schon als vierter Makronährstoff bezeichnet. Neben Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen noch eben die Ketonkörper. Ja, weil das einfach die reinste und effizienteste Energiequelle ist, auf die der Körper ja eigentlich erst zugreifen kann, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. Und jetzt hast du eben die Möglichkeit, mit der Gabe dieses Supplements sozusagen, indem dass du sie von außen zuführst, trotzdem in Ketose zu kommen. Obwohl du in dem Moment vielleicht sogar Kohlenhydrate isst. Und das ist halt richtig genial und viele merken das dann halt auch, wenn sie es auf dem Event das erste Mal probieren zum Beispiel, dass sie es gleich in den Kopf geht. Ja, mentale Klarheit, kein Gehirnnebel mehr, viel, viel mehr Energie. Manche trinken die Ketone das erste Mal und die merken erstmal gar nichts. Ja, die merken vielleicht auch nach einer Woche noch gar nichts. Also das ist total unterschiedlich. Wirken tun die Ketone immer. Du kannst es ja auch nachmessen im Blut. Innerhalb von einer halben Stunde, 40 Minuten, spätestens nach einer Stunde hast du Ketonwerte im Blut und bist somit in Ketose. Und das ist halt der Game Changer. Deswegen eben eine Technologie, die ist sehr, sehr neu auf dem europäischen Markt, tatsächlich, ja. Wir sind noch in der Pre-Launch-Phase. Das heißt, hier ist die Startlinie und wir stehen eigentlich immer noch einen Meter hinter der Startlinie. Also wir sind noch gar nicht richtig gestartet. Du kannst sie mittlerweile schon erwerben, über Weiterempfehlung eben hier in Europa. Das heißt, du kannst sie schon zu dir nach Hause, nach Deutschland, nach Österreich, mittlerweile auch in die Schweiz, obwohl das kein EU-Land ist, ja, kannst du es auch schon bestellen in 14, 19 Länder, ich weiß gar nicht mehr auswendig, in Europa, die sind schon belieferbar. Also richtig, 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 richtig genial, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, diese beste Energiequelle der Welt schon nach Europa zu bringen, sozusagen. Ja. Und gerade aber wirklich noch Pioniere auf einem komplett blauen Markt. Was heißt blauer Markt? Es gibt halt einfach keine Konkurrenz, weil es gibt keine andere Firma, die es geschafft hat, 100% bioidentische, rein therapeutisch, natürlich hergestellte Ketonkörper herzustellen. Das heißt, da ist Pool wirklich die einzige Firma, die du hier bei uns in Europa legal kaufen kannst, ja. So dass es gut schmeckt und aber auch einfach noch erschwinglich ist für jedermann. Ja, das ist natürlich echt eine coole Sache. Ja, also habe ich ja eigentlich gerade gesagt, Empfehlung für ein Produkt, auf jeden Fall die Pruvit-Ketone, die kannst du direkt bei mir auch bestellen, inklusive meiner Betreuung, die du dann mit dazu hast, plus ganz, ganz viel gratis Mehrwert, den du noch bekommst für deinen gesunden Lebensstil, je nachdem, was dein Ziel ist. Du kannst in den Linktree gehen in meinem Profil, der allererste Link, der führt dich direkt in meine WhatsApp. Der Text ist da dann schon vorgefertigt für die Ketone, schreib gerne auch deinen Namen dazu, schreib dazu, dass du mit hier im Live warst. Dann schicke ich dir gerne erstmal mehr Infos zu den Ketonen, gerne dann auch den Shop-Link, wenn du sie ausprobieren möchtest. Oder du kommst im Mai, am 11. Mai zu unserem Event und kannst dich das erste Mal ausprobieren. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Insulinresistenz damit behandeln. Ja, also man kann natürlich so nicht sagen, ja, exogene Ketone verbessern deine Insulinresistenz. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Ja, es ist nicht immer nur eine Sache, die deine Insulinresistenz umkehrt, sondern es ist immer ein Ripple-Effekt, wie sagt man, ein Domino-Effekt auf Deutsch, von mehreren Dingen. Es gehört Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung. Das sind die fünf Elemente, die du brauchst gegen Insulinresistenz. Kriegst du übrigens diese Guideline auch beim Kauf der exogenen Ketone gratis mit dazu. Und die exogenen Ketone sind ein Booster, eine Unterstützung, das Ganze leichter
zu managen, dass du mehr Energie hast, dich mehr zu bewegen. Die Blutzuckerregulierung der Ketone senkt den Blutzucker, somit hast du keinen Heißhunger mehr. Tiefschlafphase wird verlängert. In Ketose ist natürlich auch Schlaf, ja, wahnsinnig wichtig, um die Insulinresistenz umzukehren. Plus, es gibt auch mittlerweile schon Studien, im Prinzip eine richtig geniale Meta-Analyse, die mit über fast 600 Menschen insgesamt gemacht wurde. Ich glaube, 43 Studien zusammengenommen, wo man sich angeschaut hat, was passiert, wenn man Menschen einfach nur ein Ketonsupplement gibt. Also ein RBHB-Ketonsupplement in Form von Ketonsalzen oder Ketonester. Also wir nutzen die Ketonsalze. Ketonester kannst du auch erwerben tatsächlich. Die sind halt krass teuer. Die bringen dich noch in höhere Ketose-Level, was für Otto-Normalverbraucher gar nicht nötig ist für uns, ja, und schmecken scheußlichst, ja. Das heißt, die beiden Supplemente wurden angeschaut und man hat schon gesehen, dass sich Blutzuckerwerte verbessert haben. Der Nüchternblutzucker, der HbA1c, also der Langzeitblutzucker, über eine längere Einnahmedauer hat man gesehen, nichts ist verändert worden am Lebensstil. Also Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung hat man da noch gar nicht angeschaut. Man hat nur das Supplement gegeben und hat gesehen, dass sich die Blutwerte verbessern. Und das ist natürlich phänomenal. Das ist richtig, 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 richtig cool. Und meine Aufgabe ist es halt dann dir auch noch mitzugeben, was du noch zusätzlich machen kannst, um dein Lebensstil zu verbessern. Eben mit meinen 5 Elementen: Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung. Aber das ist auch mal ein Thema für nächstes Live auf jeden Fall. Heute soll es dir hauptsächlich ums Event gehen. Ich bin auch jetzt eigentlich schon fast durch mit der Geschichte. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich habe Bock, die Ketone mal auszuprobieren, geh in den Link für mein Profil, der allererste Link, führt dich in mein WhatsApp, ich schicke dir mehr Infos, schicke dir auch gerne den Shop-Link, wenn du sie gleich ausprobieren möchtest. Oder du meldest dich bei mir und bist beim Event dabei. Wenn ich das jetzt gleich abspeichere, kannst du oder das du dann auch im Nachgang anschaust, kommentier unbedingt mit Event auf dieses Live hier, dann melde ich mich bei dir. Wenn es dich interessiert, wenn du mehr erfahren möchtest, noch mehr Infos brauchst, beziehungsweise wenn du dich auf die Gästeliste setzen möchtest für Tickets, wie gesagt, ich habe so ein 10er-Bundle gekauft, da kosten die Tickets nur 19 Euro für dich, für den ganzen Tag, für alles, was ich hier erzählt habe. Ja, Essen kannst du dann noch selber dazu kaufen, falls du noch zum Abendessen bleiben möchtest, für 19 Euro. Also wirklich unschlagbar. 8 Plätze habe ich noch, 2 sind wirklich schon weg. Das heißt, es wird jetzt auch Schlag auf Schlag gehen. Hier war noch eine Frage. Bioidentisch ist voll irreführend, da es nicht in der Natur vorkommt. Natürlich kommt es in der Natur vor. Also der Körper stellt es her, ja, deswegen bioidentisch. Ja. Also wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest, baut dein Körper RBHB, rechtsdrehend, das Beta-Hydroxybutyrat. Ja, bisschen auch linksdrehend, aber hauptsächlich rechtsdrehend. Das weiß man mittlerweile schon, dass auch ein bisschen linksdrehend dabei ist. Sage ich auch immer dazu, für die Nerds hier, ja, die sich schon gut auskennen, dass hier keine Fehlinformationen verbreitet werden, weil viele kennen sich damit nämlich gar nicht aus. Also heißt, RBHB wird produziert von deinem Körper. Die Leber baut aus dem eigenen Körperfett Ketonkörper. Punkt. Ja, das ist halt auch natürlich. Ja. Körper ist in der Natur vorkommend, heißt für mich natürlich, heißt bioidentisch, weil du quasi von außen die gleichen zuführst, wie dein Körper herstellt. Ja, also noch Fragen? Außer du nimmst natürlich die falschen Ketone. Dann hast du natürlich recht. Ja, dann, aber ich würde halt auch dann kannst du gleich tolles Pipi machen, ja, weil dann bringt es halt auch nichts. Würde ich nicht in Ketose bringen. Hilft es gegen Trägheit nach langen Stunden Schreibtischtätigkeit? Definitiv. Ich sag's dir, wer bist denn du? Anita. Ich hab sie gerade unten jetzt stehen, aber ich trinke vor jedem Live trinke ich meine Ketone, weil ich da mehr Konzentration habe, mehr Fokus habe. Ich trinke sie hauptsächlich für Konzentration und für Fokus, für Energie. Oder vorm Training. Ich habe heute Morgen schon Krafttraining gemacht. Um 7 Uhr in der Früh trinke ich auch Ketone vorher. Und entweder nach langer Schreibtischarbeit, wenn du noch was erledigen musst, nach der Schreibtischarbeit und dich total erschlagen fühlst, super. Aber vielleicht einfach auch vor oder während der Schreibtischarbeit, dass dir die Schreibtischarbeit auch leichter von der Hand geht und du dich besser konzentrieren kannst, vor allem dich nicht so leicht ablenken lässt. Das war immer mein Problem. Wenn ich nämlich auf was keine Lust habe, dann finde ich 100 andere Dinge, die ich lieber mache. Zum Beispiel hänge ich dann die Wäsche auf, dann ist die Spülmaschine fertig, dann, keine Ahnung, sehe ich einen Fleck am Fenster, den ich jetzt unbedingt wegputzen muss. Kennt es jemand? Also so mache ich das dann. So. Und wenn ich aber Ketone trinke, dann kann ich mich viel besser fokussieren. Dann kann ich wirklich bei meiner Arbeit bleiben, dann bin ich effizienter, dann bin ich klar im Kopf, dann habe ich keinen Gehirnnebel. Für mich ist der Hauptbenefit in Ketose mit den exogenen Ketonen wirklich tatsächlich der Fokus und die Energie. 98% meiner Kunden nutzen die exogenen Ketone als Unterstützung zum Abnehmen. Als Unterstützung, die Insulinresistenz zu besiegen. Nicht, weil es ein Wunderabnehmmittel ist, sondern weil es halt einfach extrem gut hilft,
dir einfacher gesunde Gewohnheiten in dein Leben zu holen. Wenn du mehr Energie hast, hast du mehr Energie für alles. Ja? Möchtest du dich mehr bewegen, magst du plötzlich Sport machen. Wenn deine Tiefschlafphase verlängert ist, hast du mehr Regeneration, konstanter dein Blutzucker, Ketonkörper stabilisieren ja auch den Blutzucker, gerade habe ich die Studie zitiert. Das heißt, weniger Blutzuckerspitzen, weniger Heißhunger in deinem Leben, leichter zum Abnehmen, Entzündungsregulierung. Ja? Ich kenne Leute, die haben erstmal Ketone genommen, und erstmal noch nicht viel abgenommen, aber die hatten dann plötzlich keine Schmerzen mehr, keine Rheumaschmerzen mehr, keine Arthrose-Schmerzen mehr, die konnten Schmerzmittel absetzen. Die haben es aus einer Depression rausgeschafft. Bei Fatigue, bei MS, also da haben wir richtig, richtig geniale Ergebnisse. Es gehört natürlich immer auch der ganze Lebensstil tatsächlich dazu. Ich empfehle den Abnehmcafé von It Works. Ja, beim Abnehmcafé, Freunde, das ist halt schön, ja, da ist MCT drin. Schau mal, was sonst noch drin ist. Vorsichtig, ja. Wenn wirklich nur MCT drin ist, ist das eine geile Sache. MCT ist die Vorstufe von Ketonkörpern. Der Körper kann in der Leber direkt quasi aus MCT, mittelkettigen Fettsäuren, kann er Ketone herstellen. Aber das macht er, wenn du dich Low Carb ernährst oder Keto ernährst oder fastest. Ja, das heißt, der Abnehmkaffee hat nichts mit Ketonen zu tun, ja. Kann man machen, ja, aber die Frage ist halt, was ist noch drin und brauchst du das Koffein täglich tatsächlich? 99% meiner Kunden empfehlen meinen Kaffee weiter. Ja, wie gesagt, hey, du musst halt immer überlegen, was willst du haben, ne? Willst du ein Ferrari oder willst du mit dem Skateboard fahren? Das ist halt die Frage, ne? Das muss jeder für sich entscheiden. Sehr interessant, wie oft trinkst du sie denn am Tag? Sabine, meistens zweimal. Manchmal auch nur einmal. Heute zum Beispiel hatte ich sie gleich um 7 in der Früh vorm Training. Ich werde bestimmt am Nachmittag mir nochmal eine Ration machen. Stimmt gar nicht. Jetzt vorm Live hatte ich auch noch einen Keto-Kick, ja. Also von dem her zweimal am Tag. Hey, bei ganz harten Tagen kommt es auch mal vor, dass ich drei trinke. Aber so ganz harte Tage habe ich hier eigentlich nicht, weil ich relativ früh mal Feierabend machen kann, wenn ich dann ans Meer gehe. Weil es mir halt immer in wärmeren Lagen, wenn ich bin, also wo es wirklich warm ist, wo es nicht kalt ist, wo es nicht grau ist, wo es viel Sonne gibt, wo ich jeden Tag rausgehen kann. Die Sonne bin ich auch ein bisschen leistungsfähiger, ich bin besser drauf, ich bin gesünder generell. Sehe ich auch immer an meinen Blutwerten. Und deswegen habe ich hier nicht so viele harte Tage, wie ich sage, ich brauche jetzt unbedingt nochmal Ketone, weil sonst überlebe ich nicht. Kommt hier eigentlich nicht vor, deswegen reicht es mir eigentlich wirklich zweimal am Tag, manchmal auch nur einmal. Ich habe aber auch viele Kunden, die sagen, mir reicht eigentlich echt einmal und die haben trotzdem tolle Erfahrungen. Wo, welches Produkt, für wie viel Euro, Beipackzettel als PDF, wie finde ich die richtigen für mich? Also ich habe es ja eigentlich gerade schon erwähnt, genau. Die richtigen Ketone, also RBHB-Ketone, gibt es bei mir, inklusive Betreuung. Ganzes Betreuungskonzept ist dabei, meine 5 Elemente gegen Insulinresistenz. Schick mir einfach eine Nachricht über den Link zu meinem Profil, der allererste Link, der führt dich in mein WhatsApp. Schick dir mehr Infos, schick dir gerne auch den Shop-Link. Natürlich ist da alles dabei, ganz klar, ja. Also Einnahmeempfehlungen und, natürlich alles, was du brauchst. Ernährungsempfehlungen, Beispiele für gesunde Lebensmittel, Faustformel für eine gesunde Mahlzeit, meine 5 Elemente gegen Insulinresistenz, die sonst nochmal 30 Euro kosten, hast du auch gratis mit dabei, meine Betreuung bei WhatsApp, plus vieles mehr, Zugriff auf meine Kunden via IP-Gruppe, mittlerweile schon über 300 Menschen da drin, mit einem ähnlichen Problem, mit einem ähnlichen Ziel wie du, das heißt, du bist auch nicht alleine mit deiner Geschichte und hast Unterstützung, dein Ziel zu erreichen, wie viel Euro, also wenn du es runterbrichst, einmal am Tag Ketone trinkst, bist du bei 5 Euro am Tag für deine Gesundheit. Hast natürlich die Möglichkeit, sie auch relativ schnell günstiger zu bekommen, indem dass du Punkte sammelst als Kunde, weiterempfiehlst oder für deine eigene Bestellung sammelst du nämlich Punkte und dann kannst du sogar bis zu 50% auf deine Ketone sparen. Das ist natürlich sehr cool. Machen auch einige meiner Kunden, die nutzen das aus, bis sie dann irgendwann merken, okay, irgendwie möchte ich jetzt doch auch Geld damit verdienen, wenn ich sie weiterempfehle. Ist ja nur fair, weil ich helfe den Menschen, dass es ihnen besser geht und dann werden sie quasi Teampartner. Genau. Das heißt, ich freue mich extrem, wenn wir uns sehen auf dem Event im Mai am 11. und wenn du magst auch am 12. Mai, wenn du noch bleiben möchtest, so wie die Heike das letztes Jahr gemacht hat. Ja, die ist mittlerweile in meinem Team und ist super, super fleißig auch auf Social Media, lernt Schritt für Schritt, wie sie sich auch ihre Marke aufbaut. Sie hat das Thema Heißhunger gewählt. Könnt ihr mal vorbeischauen bei ihr. Heike Will Be Well heißt sie. Und macht gerade auch ganz coole Salat-Reels und ja, da unterstütze ich sie natürlich, dass sie auch Schritt für Schritt wächst auf Social Media, dass sie Schritt für Schritt ihre Fähigkeiten ausbaut, um einmal dieses Business zu machen tatsächlich und auch mit ihrer Persönlichkeit wächst, weil das ist einmal das Schöne auch in dem Business, deswegen liebe ich das auch. Du hast immer automatisch eine gratis Persönlichkeitsentwicklung mit dazu. Ich weiß nicht, kennt von euch jemand Tobi Beck? Also ich finde ihn ja echt ganz spitze in jeglicher Hinsicht. Er hat ein ganz tolles Buch geschrieben,
über das Thema auch Netzwerk Marketing. Der hat ja schon 1000 Bücher geschrieben. Aber das heißt Unbox Your Network. Das heißt, wenn du noch Probleme hast mit der Branche, sprich du, wie ich damals, Vorurteile hast oder sagst so, das ist nichts für mich, lies mal dieses Buch, das ist so richtig cool. Und da erwähnt er halt auch, Netzwerkmarketing ist eigentlich wie eine Persönlichkeitsentwicklungsakademie mit integriertem Marketingplan, den du dir nicht von scratch selber aufbauen musst, sondern der einfach schon mit dabei ist. Ja. Und wenn du dann halt auch noch, ja, nicht irgendein 0815, sorry, Omega-3-Produkt, Ölprodukt, Nahrungsergänzungsmittelprodukt hast, ja, die sind alles tolle Produkte. Nur hochqualitative Produkte werden über Netzwerkmarketing vertrieben. Wenn es ein Netzwerkmarketing-Vertriebsmodell ist von einer Firma, kannst du zu 100% davon ausgehen, dass dieses Produkt extrem hochwertig ist. Also du wirst da keinen Schrott dann kaufen. Ja? Egal jetzt, was es okay, es gibt Ausnahmen. Mir fällt gerade eine Ausnahme ein. Die wollte ich natürlich jetzt nicht erwähnen hier. Aber ist natürlich auch immer die Sache, wo möchtest du hin, was ist dein Ziel. Aber bleiben wir beim Thema. Das heißt, Produkte sind alle mega. Aber wenn du halt tatsächlich was hast, genau, der Kaffee, das ist ja auch kein schlechtes Produkt. Die Frage ist halt, wie gesagt, willst du halt ein Skateboard fahren oder willst du halt auch Ferrari fahren, ja, oder Lamborghini fahren? Das ist halt so die Frage. Und wenn du halt ein Produkt hast, zu dem es absolut keine Konkurrenz gibt. Wir haben zum Beispiel zu diesem Abnehmkaffee, ja, wir haben die Keto Cream. Das ist genau das Gleiche. Wenn ich ehrlich sein darf, ich bin halt immer ehrlich, ich sage immer ehrlich meine Meinung. Sogar besser, weil es C8, C10 und C12 Fettsäuren drin hat. Ja, glaube ich kaum, dass es dieser Abnehmkaffee tatsächlich auch hat. Wenn, dann super, ja. Mega. Aber das heißt, wir haben auch schon ein NCT-Produkt, über das rede ich gar nicht, weil ich eigentlich über die Ketone rede. Ja, weil das unser Ferrari, unser Lamborghini ist. Ja, also im Prinzip tatsächlich ohne Konkurrenz, komplett auf dem blauen Markt. Das bedeutet, außer Konkurrenz, ich muss nicht erklären, warum ist mein Abnehmkaffee besser als der von einer anderen Firma, warum ist mein Magnesium besser als das von Firma XY, warum ist mein Omega-3 besser wie das andere. Nein, es gibt halt einfach nur einmal exogene Ketone, die natürlich hergestellt sind, die bioidentisch sind und die RWB enthalten. Genau die gleichen, die dein Körper herstellt, deswegen bioidentisch. Und da muss ich auch nicht argumentieren. Plus, man kann es im Blut nachmessen, ob es funktioniert. Also es ist einfach wasserfest für alle, die sich dann halt unsicher fühlen und gar nicht so genau wissen, wie können sie ihr Produkt sozusagen verkaufen, weil sie gar nicht wissen, ist es wirklich besser als das andere? Ich weiß es nicht. Ich bin überzeugt und das ist die Hauptsache. Ja? Du musst lieben, mit dem, was du arbeitest, sonst bringt es nichts. Ja? Deswegen bei der Mo, mega. Sie ist so überzeugt von der Sache und hat bestimmt auch geile Erfahrungen damit gemacht und ihre Kunden auch. Und deswegen kann die da rausgehen und sagen, hey Leute, das ist einfach geiler Scheiß. Und genauso muss es sein. Genauso musst du überzeugt sein von der Sache. Ja, und dann nur so funktioniert es. Aber ich arbeite halt gern mit einem Produkt und mit einer Firma, wo ich weiß, hier gibt es einfach keine Konkurrenz. Hier ist es einfach wasserfest, weil es gibt mir persönlich noch viel mehr Stahl in der Brust, da wirklich mit vollem Herz und voller Seele dahinter zu stehen. Und ich kenne auch die Firma mittlerweile, ich kenne den CEO, ich kenne den Präsidenten, ich kenne die alle persönlich. Ich habe mit denen schon gesprochen, auch privat schon gesprochen. Und Prubit hat sogar ein Heart-Department, also ein Herz-Department, bedeutet, die kümmern sich, es gibt Menschen in dieser Firma, die sich nur um das Wohl der Mitarbeiter kümmern. Ja, die dann auch Geburtstagskarten verschicken, Glückwunsch-Postkarten, wie viele Postkarten ich schon nach Deutschland verschickt bekommen habe von der Firma aus den USA zu irgendwas, was ich erreicht habe oder kleine Awards. Ich meine, ich brauche sowas alles nicht. Ja, ich feiere das auch, obwohl ich keinen Award dafür bekomme. Aber so sind halt die Amis und die schicken das dann sogar nach Deutschland. Und also die Firma ist da wirklich mega. Und als ich die kennengelernt habe, habe ich halt gesehen, per Zufall dann rausgefunden, es passt halt wie Topf auf Deckel für mich, weil die haben genau die gleiche Mission wie ich, ja, jedem zu helfen, wirklich 1% näher an die beste Version zu kommen. Das war schon bevor ich gestartet bin mit Prubit, war das eben mein Leitsatz im Personal Training und auch in der Ernährungsberatung. Und für mich deswegen umso schöner. Katrin kommt vielleicht auch zum Event. Ich hoffe es doch stark. Ich glaube, sie wollte noch klären. Na, ich glaube, sie ist unterwegs, gell? Ich glaube, du bist nicht da, weil Ferien. Ah nee, das war zum Webinar. Ich weiß es nicht. Katrin kommt vielleicht. Das wäre natürlich mega. Sind schon auch einige Mädels aus meinem Team auch mit am Start. Zwei Gäste haben sich schon, wie gesagt, angemeldet. Es gibt auch nur noch 8 Gästetickets. Von dem her, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt ist eigentlich schon das Live längst vorbei. Die Lehrer freut sich über Unterstützung durch die Ketone. Die Leber. Auf jeden Fall. Hallo Patricia, spare ich mir mit den Ketonen die Supplementierung von Mikronährstoffen? Nein. Gerhard, schön wär's, oder? Ich find's auch immer geil, wenn es einfach nur eine Sache gäbe, die ich jeden Tag nehmen muss und alles ist abgedeckt. Ich kann dir sagen, das ist eine Utopie,
was du halt machen kannst, du kannst dir natürlich so ein Nährstoffgranulat herstellen lassen, tatsächlich von diversen Firmen, die das mittlerweile auch schon sehr gut machen. Meistens musst du zusätzlich noch Vitamin D und Omega-3 extra nehmen, weil das kann man nicht verarbeiten. Du hast in den Ketonen tatsächlich Nährstoffe drinnen. Es ist, sind viele B-Vitamine drin, es sind Elektrolyte drin, ein paar Aminosäuren, je nachdem, welche Ketone du nimmst. Aber tatsächlich kommst du natürlich nicht drüber hinweg, trotzdem noch zusätzlich zu supplementieren. Messen ist immer besser als raten. Ja? Das heißt, einfach auch mal messen, wie schaut es aus mit den Nährstoffen. Ich muss jetzt echt los in den nächsten Call. Ich habe gerade gesehen, es ist 11.02 Uhr. Ich habe nämlich jetzt mit der Steffi meinen Accountability Call und die möchte ich ungern warten lassen. Das heißt, ich speichere jetzt gleich das live ab. Und freue mich, wenn wir uns live sehen auf dem Event. Und zwar Patrick, danke für die weiße Rose, mega cool. Wenn es jetzt auch noch Lilien gäbe hier auf TikTok, das wäre der Oberhammer, weil weiße Lilien sind tatsächlich meine Lieblingsblumen. Aber weiß ist schon mal super, besser als rot. Vielen Dank, Patrick, schön, dass du dabei bist. Vielleicht kommst du ja auch zum Event, würde ich mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen und nicht immer nur hier über TikTok. Genau, wie man Ketone messen kann im Blut. Fingerpieksen, wie bei einem Glukosemessgerät auch. Es gibt sogar Kombigeräte, die können Glukose und die können Ketonkörper messen. Piekst und dann kannst du den Sensor drauf machen und dann hast du eben das Blut, was rausgetropft ist. Zeigt dir dann an, inwieweit du Ketose bist. Steffi, ich komme! Ich bin viel zu spät! Schau, Steffi kommt schon immer live, um mir zu sagen, Alter, du bist 3 Minuten zu spät, was soll der Scheiß? So, ich muss jetzt abspeichern, Steffi, noch kurz eine Caption schreiben und dann hüpfe ich in den Call. Sorry, ich habe es voll übersehen. Ich war gerade voll in Rage, habe ich nicht geredet. Und dann denke ich so, ups, es ist schon nach 11. I am sorry, Steffi. I am coming. Wo ist das Event? In Erding. Ja, in Erding bei München. Also mir am besten eine Nachricht schreiben oder Event kommentieren unter dieses Live. Das ist ein lustiges Live heute. Ich sage es euch. Bisschen zu viel Ketone getrunken heute. Grüße an die Steffi, Patrick. Steffi, wenn du noch dabei bist, Grüße von Patrick an dich. Ich habe ihm gesagt, er muss auch zum Event kommen. Also ich hoffe, er kommt dann auch. Katrin, du musst auch zum Event kommen. Ja, keine Ausreden mehr hier. Keine Ausreden mehr, Leute. Nichts mehr. Was wollte ich noch sagen? Genau, kommentier Event unter das Live. Ich melde mich bei dir, wenn du eben ein Ticket magst, wenn du mehr Infos magst. Ketone gibt es im Link, schön mal im Profil, allererster Link. Infos gibt's, Shoplink gibt's, alles gibt's. In diesem Falle, alle machen mit. So schaut's aus. Steffi, wir können auch einfach hier unseren Accountability Call machen. Was hältst du davon? Nee, Spaß. Ich speichere jetzt ab und wir sehen uns gleich im Call. Steffi, danke, dass du geduldig bist und mich sanft abgeholt hast. Mach's gut. Ciao. Danke, dass du dabei warst.